du es hast ringen lassen. Ich so, verdammt! Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Süßer, ich habe einen Job für dich. Komm doch mal bei meinem Laden in the Dust vorbei. Dass du mich besuchst. Ich habe ein nettes kleines Projekt für dich.
Was hältst du von Bandenkriegen? Zwischen den Hodangs und den Sephords tobt seit Jahren eine idiotische Fehde. Und ich glaube, die Welt wäre ein klein wenig besser, wenn sie alle tot wären. Oder zumindest eine der Familien. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familienwappen. Die Wappen findest du auf dem Schrottplatz. Das ist mein Plan. Du begibst dich auf Hodang-Gebiet, machst dein Ding. Damit meine ich eine Menge Leute abknallen und dabei verdammt gut aussehen. Und hinterlässt das Sephord-Wappen als Visitenkarte. Dann düst du zum Sephord-Gebiet in den Highlands und machst das gleiche mit dem Hodang-Wappen. Wie klingt das? Sprengstoff allein tut's da nicht. Wir brauchen die Wappen von beiden Familien. Sieh auf meinem Schrottplatz nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo alte Wappen rumliegen. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride! Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr! Das ist weniger als letztes Jahr! Kein Applaus, bitte! Als Wappen gewählt, weil sie auf dürre Weiber stehen. Und sie stehen auf dürre Weiber, weil sie Schlappschwänze sind. Das Wappen der Sephords ist der Klee, als Glücksbringer, was eine ziemliche Ironie sein wird, wenn wir mit ihnen fertig sind. Jetzt geh mit dem Zeug zur Hodang-Rennstrecke. Mann, diese Hodangs werden so angepisst sein, dass sie es noch mehr bereuen werden, mich als Baby nicht umgebracht zu haben. Sie werden tierisch frustriert sein, haltet euch von unserer Karawane fern!
Wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hodank und ich lasse mich nicht nochmal ausrauben. Geh auf Abstand, das wird gleich richtig super! Aufwachsen, die ein Baby eher fressen würden, als es aufzuziehen. Und dann gefallen.